Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Premium-Panzerbewertung von mir, eurem Dr. Scamp in Zusammenarbeit mit Debug. Heute haben wir für euch den 8er Premium-TD der Russen, die Su 130PM. Schauen wir uns erstmal an, wie die Su sich wertetechnisch auszeichnet. Die Besonderheit des TDs liegt wohl in seinen 520 Schaden pro Schuss mit einem super Durchschlag von 243 auf der AP und 320 auf der Heat. Die Genauigkeit der Kanone ist sehr angenehm und der Panzer trifft fast immer das Ziel. Aber was ihn wirklich für mich ausmacht, ist seine Geschwindigkeit. Dadurch, dass er einen Topspeed von 65 km/h hat, kann man sehr schnell entweder die Flanke wechseln oder die Gegner flankieren. Dazu hat der Panzer auch sehr gute Tarnwerte. Nicht selten habe ich einen Schuss abgegeben und bin hinter Deckung gefahren, weil ich dachte, ich wäre offen, aber die Lampe blieb aus. Wenn wir die schlechten Seiten des Panzers uns angucken, dann ist da abgesehen von der schlechten Panzerung und nur halb drehbarem Turm nichts. Doch wie verhält er sich in Random? Eigentlich genauso wie auf Papier. Er kann auf jeder Karte seinen Schaden austeilen und farmt dazu auch noch sehr viele Credits. Durch den sehr angenehmen Schaden pro Schuss kann die so ohne Probleme die Gegner in die Garage befördern. Dadurch, dass dieser TD ein 130 mm Kaliber hat, bringt er die Gegner auch nicht selten zu brennen oder dazu ihren Kopf zu verlieren. Wer auf hohen Schaden und viele Credits steht, sollte sich auf jeden Fall diesen TD zulegen. In meinen Augen einer der besten TDs auf Tier 8, wenn nicht sogar der beste. Und für die, die ihn schon haben oder kaufen wollen, hier nochmal die Ausrüstung, mit der ich dieses Biest fahre, nämlich Ansetzer, Optik und Zielführung. In meinen Augen das ausgewogenste Setup für diesen TD. Und für die richtigen Profis unter uns hier nochmal die Feldausrüstung. Das war's von mir zu diesem TD. Ich hoffe, euch hat das Review gefallen. Schreibt uns gerne in die Kommentare, in welchem Panzer wir als nächstes für euch betrachten sollen. Euer Dr. Scamp und Depak.